Mieten langfristig zu vermieten im Campo International in Maspalomas. Die Anlage heißt Villas Florian. Das ist hier der Eingang, der Haupteingang zum Bungalow. Und hier geht es auch direkt in den Bungalow hinein. Privatsphäre ist garantiert. Und wir schauen uns das jetzt mal ganz genau an. Hier hat man zwei Terrassen, eine seitliche. Alles pflegeleicht mit Bewässerung. Man hat also keine Arbeit. Hier nochmal ein extra Tisch. Trockner. Hier ist der Garten, die Gartengeräte drin. Dann gibt es noch eine große Terrasse hier vorne. Zwei Markisen, eine seitliche. Also alles jetzt hier sehr schön angelegt, kultiviert, pflegeleicht. Man muss hier nicht viel arbeiten. Hier hat man auch eigentlich den ganzen Tag Sonne, wenn man möchte. So, man ist hier also sehr zentral. Hier ist es. Shopping Center Faro 2. So, das war jetzt der Außenbereich. Wie versprochen mit dem Mietobjekt, und zwar wir sind hier wieder im Villas Florian. Das ist die Anlage, die wir schon mal angeboten hatten. Also ein Mietobjekt. In den Dünen von Maspalomas gehen wir auch jetzt direkt in den Bungalow, und hier steht hier, wie hier wohnen Pensionistas. Also das ist jetzt nicht unbedingt vorgeschrieben, aber und eine Holland-Kachel. So, hier ist das Wohnzimmer mit der Küche. Wir haben hier noch ein Sofa, also ein zusätzliches Bett, eigentlich auch ein Doppelbett, Fernseher, Internet. Das schnellste Internet, was man hier auf der Insel haben kann. Hier ist die Einbauküche mit einem separaten Backofen, Kochfeld mit vier Platten und eine Spülmaschine. Großer Kühlschrank mit einem Gefrierfach, Dunstabzugshaube. Also alles, was man so zum täglichen Leben braucht und vor allen Dingen für die Selbstverpflegung. So, wir gehen jetzt erstmal in das Hauptschlafzimmer. Ein großer Schrank, zwei Betten, die kann man auch zusammenstellen. Also alles sauber, picobello. Und dieses Fenster geht zu einem separaten kleinen Zimmer nochmal. Man kann also hier sozusagen mit maximal vier Personen gut wohnen und Urlaub machen, beziehungsweise so. Und jetzt gehe ich hier in das kleine Zimmer noch mal rein. Das ist also eher ein Abstellraum, aber hier ist ein Bett, also für den Schnarcher vielleicht. Hier ist noch mal ein Vorratsraum. Hier geht das Fenster zum eigentlichen Schlafzimmer. Und hier ist also Außenfenster mit Jalousie. Man kann also richtig dunkel machen. Ein Schrank. So, und hier ins Badezimmer mit einer Dusche, einem Oberlicht, Schrank, Waschmaschine. So, hier geht es, wie vorhin schon gesehen, ins Schlafzimmer.
Vom Gang aus geht man hier in den Abstellraum. Und hier ist jetzt mit dem Vorhang zugezogen das Wohnzimmer mit der Küche. So, und garantiert hier erholsame Zeit zu verbringen. Der Weg zum Pool hier, wunderbar, es ist direkt, keine 30 Meter, den Weg entlang an der zweiten Terrasse vorbei. Und hier hat man einen wunderschönen Pool mit Blick auf die Berge. So, und hier kann man natürlich seine Bahnen schwimmen jeden Tag. Der ist natürlich eingezäunt aus Sicherheitsgründen, das ist eben Vorschrift. Dann hat man vorne und hinten jeweils auch noch eine Dusche. Und hier vis-à-vis ist der Barranco, wo man dann also direkt innerhalb von 20 Minuten dann zum Strand kommt. Das hier sich befindet, das hatten wir schon mal. Hier ist die Anlage Albaricoques. Hier ist die Anlage und da ist der Bungalow Vias Florian. Und hier ist das Riesenrad und der Blick in die Berge. Die Bushaltestelle, eine ist da vorne am Ende der Straße und eine ist genauso weit in der anderen Richtung, nämlich Richtung Golfplatz. Beide Bushaltestellen sind etwa jetzt, ich sage, 8 Laufminuten von hier entfernt. Und der Weg zum Einkaufszentrum, der ist hier direkt. Da vorne ist das Shopping Center. Das Shopping Center, Faro 2. Zum Strand, wie gesagt, Gehminuten, wenn man schnell geht, 20, maximal 25 Minuten. Mit dem Fahrrad sind es 4 Minuten. Der Bungalow ist zu vermieten ab September für 9 Monate. Maximum ab September für 9 Monate. Die Minimum-Mietdauer sind 6 Monate. Also Minimum 6, Maximum 9 Monate vom September angerechnet.